Da sitzen zwei Besoffene an der Theke und unterhalten sich. Und der eine mitten im Gespräch muss er ein leichtes Bäuerchen machen. Ne, kotzt sich so ein bisschen aufs Hemd. Das ist Scheiße. Da krieg ich Lack. Da krieg ich Krach zu Hause. Das von meiner Frau, die Scheiße. Sagt der andere, ich hab eine Idee. Erzähl. Was denn? Du hast eine Idee. Ja, sicher, pass auf. Du gehst nach Hause und sagst, die hat eine andere auf dein Hemd gekotzt. Und dann tust du hier 50 Euro rein und sagst, der hat dir Geld für Reinigung gegeben. Sag, das ist eine gute Idee, das mache ich. Der kommt nach Hause, die Frau steht schon mit dem Nudelholz da, hat also Möbel mit in die Ehe gebracht. Und sie hat Schatz, da ist sie so. Was ist ganz anders passiert? Da war ein Typ, der war in Ordnung. Der war klasse. Aber mit im Gespräch kotzte mir auf Hemd, siehst du ja. Hat mir aber 50 Euro gereinigt für Reinigung. Die packt da rein, das sind aber 100 Euro. Also in der Hose hat mir auch geschissen. Ich habe mich dann von meiner Frau getrennt damals. Und Männer, wie wir Männer so sind, war dann oft bei mir in der Stammkneipe, in der Schuferklause. Schöne Kneipe, ganz klein. Sparklub hatte nur einfach. Aber der Wirt war gut drauf. Ne? Der hat einer aus der Runde gesagt zu ihm, hör mal, kannst du hier was am Preis machen? Sagt er, soll ich die Nullen ausmalen? Ja, aber die Kneipe ist ganz gut. Ich habe da einen Kollegen, den haben wir immer ein bisschen verarscht. Der hatte Tunnel. Wir hatten ja früher alle Ohrringe. Heute hat man Tunnel. Man weitet die Ohrläppchen. Kannst du Wäsche aufhängen, so schöne Sache. Ja? Aber immer wenn der voll war, ist er früh eingeschlafen. Haben wir immer den Kopf auf die Theke gelegt und haben so mit Tim Kickmännchen Torwandschießen hier aufgemacht. Ne? Haben wir ein paar Bier gewonnen. Immer. Der war in seiner eigenen Welt. Der hat gesagt, Markus, ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über Hai-Attacken. Wie Panne muss denn sein, vom Hai angegriffen zu werden? Wenn er kommt, hörst du das doch an der Musik. Das war seine Welt. Ne? Oder Bienen summen nur, weil sie den Text nicht können. Und die meisten Spanferkel sind am Apfel erstickt. Der Typ kommt zum Zahnarzt. Der Zahnarzt untersucht ihn. Sag, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie als erstes hören? Sagt er, ja, erstmal die schlechte. Ja, Sie haben dreimal Karies, da ist ein bisschen Parodontose, müssen wir komplett machen. Ne, und zwei Wurzelbehandlungen, also kommen wir nicht drum rum. Sagt er, oh, und die gute? Als sie reinkam, haben Sie die hübsche Zahnarzthelferin gesehen? Ja, mit der werde ich heute noch schlafen. Ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo spiele, ne, dann geben meine Jungs erstmal eine Liste ab mit Sachen, die die Prinzessin braucht. Backstage. Was gibt's da jetzt zu lachen? Ich bin auch eine Prinzessin, wenn keiner guckt, gerne. Und da steht jetzt gar nicht so viel drauf. Ne? Das ist jetzt, ich bin jetzt nicht Jennifer Lopez, da steht nicht drauf 1000 weiße Lilien oder so. Aber da steht eine Sache drauf, die ist sehr wichtig und das ist ein Wegbier. Das ist ein wichtiges Utensil. Ja, guck. Ihr wisst, was es ist. Ja. Ey, ich schwöre euch, die da in München, die wussten nicht, was das ist. Ich kam da an, das Erste, was der Typ, dieser Veranstalter, zu mir gesagt hat, war so, ja, Frau Kebekus, schön, dass Sie da sind. Da freuen wir uns, aber leider müssen wir Ihnen sagen, eine Sache, die konnten wir von Ihren Listen nicht besorgen. Und ich so, ah ja, schön, da steht nur eine Sache drauf, nett von euch. Und ich so, ja, was denn das? Ja, dieses Wegbier. Da wussten wir nicht, wieso ich das sehen. Und ich so, hä, das sagt doch schon der Name, Wegbier. Das ist ein Bier für den Weg. Ja, da wissen wir nicht, was soll das sein? Das kenne ich nicht. Also, wollen Sie nach dem Auftritt noch in eine Wirtschaft gehen? Wollen Sie noch in eine Wirtschaft gehen und ein Bier trinken? Habe ich den Eindruck, jetzt mal ernsthaft, bist du dumm? Nein. Das, was du meinst, ist ein Absacker. Das ist einfach mal das Gegenteil von einem Wegbier, oder? Ich sag, nein, Junge, ein Wegbier. Das ist ein Bier für den Weg, Mann. Wie kann man das nicht verstehen? Da guckt er mich an und sagt der Original so, was? Willst du das Bier trinken? Auf der Straße. Auf der Straße. Wie ein Penner. Da hab ich ihn angeguckt so, ja. Wie ein Penner. Da, wo ich herkomme, ist das Kultur. Und in Göttingen anscheinend auch. Sehr sympathisch.
Aber woher kennt ihr das denn? Also, ich denke mal in Köln, wir kennen das vom Karneval, aber sagt ihr auch Wegbier oder sagt ihr Fußpilz? Fußpilz! Ah, da spricht jemand meine Sprache. Sehr sympathisch. Schön, dass du da bist! Aber ich denke mal, bei mir aus Köln, da kennt man das natürlich wegen dem Karneval, ne? Weil man da einfach, da muss man Wegbiere haben, um überhaupt teilzunehmen. Also feiert ihr auch hier eigentlich Karneval, oder? Was sagt ihr? Ein einfaches Göttingen! Okay, die da hinten wissen überhaupt nicht, was gerufen wird. Hier zwei Reihen, die wissen es genau. Hellau, ja? Göttingen, Hellau. Na gut, okay. Hellau geht. Ich finde, Alaf ist wie Amen, das ist normal. Hellau ist auch noch okay, aber ich finde, alles andere gilt nicht, oder? Was die Leute rufen, teilweise in Deutschland, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin mal in Koblenz aufgetreten, die rufen Olau. Olau, was soll das denn sein? Das klingt doch wie eine Stadt im Osten, oder? Olau, ich komme aus Olau. Und ich hasse Flüchtlinge, die essen die Kinder auf. Es ist halt so, ne? Ich meine, wir wollen alle unterschiedlich sein, ne? So wie unsere Generation gepolt ist. Wir wollen unser Leben immer einzigartig bei Facebook und Instagram hochladen. Wir sind alle gleich, Mann. Wir haben alle die gleichen IKEA-Dinger zu Hause. Unsere Eltern haben alle gezählt. Und ab und an ist Wochenende und dann wird mal richtig einer weggesoffen, oder? Wird heute Abend noch gesoffen, Köln? Enttäuscht mich nicht. Heute Abend wird gesoffen, oder? Yeah! Wenn Jungs saufen, wir haben das drauf, ne? Wir können so einen Saufabend, wir haben die Dramaturgie im Griff, wir können das über mehrere Stunden strecken, ne? Das läuft über mehrere Stunden, das ist so. Und wir sind zivilisierte Trinker, habe ich das Gefühl. Jungs, wir haben das drauf. Mädels, das geht wahnsinnig schnell, ne? Ich meine, Mädels, ihr seid so elfengleiche, bezaubernde Wesen, ne? Ihr kommt dann immer so ganz kontrolliert auf die Party und ihr seid so schön und gut hergemacht und ihr riecht gut und ihr seid Ästhet, die Haut ist weich und wie so Einhornprinzessinnen galoppiert ihr durch die Party. Das ist alles, aber wenn ihr anfangt zu saufen, da passieren Dinge, da würden sich sogar rumänische Busfahrer für schämen, also besoffene Mädels, es geht auch so schnell, es gibt keinen dazwischen, es gibt nur nüchtern und hakevoll. Und in Sekunden, ihr kommt auf die Party, hi, hi, drei Sekunden später, lass uns ins Freibad einbrechen, komm, wir gehen in den Zoo und pissen auf eine Giraffe, so die Haare sind nass, das Top wandert runter, yeah, das hat die gesoffene Cola Zero vor 20 Minuten, was ist, bei uns Jungs wird nachgesagt, dass wir aggressiv werden, wenn wir saufen, das stimmt nicht. Betrunkene Jungs sind nicht aggressiv, ne? Mädels, ihr seid aggressiv. Ihr wollt euch immer. Mädels wollen sich immer sagen: Lass mich in Ruhe. Lass mich los. Ich bin so echt ohne Scheiß. Du redest mit einer Litfaßsäule. Wir Jungs, wir sind nicht aggressiv. Wir sind ganz ruhige Wesen. Wenn Jungs voll sind, wir sind ganz ruhige Wesen. Jede Party hat einen Typen, der viel zu viel gesoffen hat. Der prügelt sich mit keinem. Der steht seit Stunden auf genau der gleichen Stelle. Muss mal gucken, jede Hausparty, einen Typen hinten in der Ecke, der steht seit Stunden wie so ein Skispringer, der in der Luft hängt. Immer so. Mit so einem Gesichtsausdruck, als ob wir versuchen, die Wurzel aus 48.000 zu rechnen. Ist okay, ich hab wieder runtergeschluckt. Reden mit so einer Zimmerpflanze. Alles okay. Ist nicht schlimm. Und irgendwann mal hängen wir so in dieser Position, seit Stunden. Ne? Hier so eine Zimmerpflanze, hier so eine Lautsprecherbox mit der kompletten Inneneinrichtung zusammengemorpht. So. Wenn aus einem Partygast ein dekoratives Möbelstück wird. Ne? Irgendjemand hat uns schon eine Schale Erdnussflips auf den Kopf gestellt. Boah, ich glaube, ich gehe nach Hause, ey. Ich sag aber keinem Bescheid. Ich verpiss mich einfach, sonst wollen die mich überreden, dass ich bleibe. Ich mache einen polnischen. Und dann gehen wir einfach rückwärts aus der Party. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ist für umstehende Partygäste sehr schön. Die sehen einfach nur eine wippende Schale Erdnussflips durchs Wohnzimmer. Und irgendwann stehen wir so draußen, ne? So, boah, ich geh jetzt nach Hause. Boah.
Boah, ich hab keinen Bescheid gesagt. Boah, ich geh jetzt nach Hause, ich lauf jetzt nach Hause. 12 Kilometer wohne ich weg, scheißegal, Mann. YOLO, ich träume mein Leben, Mann. Boah, da kriegen wir auch so geile Ideen, ne? So, boah, 12 Kilometer, boah, das ist weit, ne? Ich glaube, ich sprinte. Und dann laufen wir los! Und waren noch nie so schnell. Wir sind völlig begeistert von unserer Sprintfähigkeit. So, oh mein Gott, das ist bestimmt irgendein Rekord. Ich war noch nie so schnell. Wenn du dich jetzt nüchtern sehen würdest, würdest du einen Typen sehen, der so über den Bürgersteig. Ich war noch nie so schnell. Das ist bestimmt irgendein Rekord. Ich mach nur kurz einen Powernap. Sprinter machen immer Powernap. Sind das meine Eier, die ich da gerade sehe? Aber du darfst die Party nicht verlassen, weil die Party wird immer geiler. Desto länger eine Party geht, desto besser wird sie. Betrunkene werden irgendwann mal zu Kindern. Das ist echt so. Was anfing als Studentenparty im 3. Stock von einem Altbauhaus, endet als Schmetterlingsgruppe des St. Josef Kindergartens. Besoffene sind irgendwann mal Kinder und es passieren immer die gleichen Dinge auf Partys. Es passiert immer das Gleiche. Auf jeder Party ist irgendwann mal der Moment, dass so vor dem Haus, wo die Party stattfindet, auf dem Bürgersteig ein bisschen um die Ecke sitzt immer ein Mädel. Völlig fertig mit der Welt. Oh, Weltuntergangsstimmung 3000. Die sitzt da komplett verheulter Kajal. Irgendwie ist alles ein bisschen schwierig gerade. Raucht so eine Kippe falsch rum. So eine beste Freundin daneben. Hey, ist nicht so schlimm. Ist alles nicht. Lass sie mal ganz kurz. Hey, ist nicht so schlimm. Lass sie mal ganz kurz gerade, bitte. Ist nicht so schlimm. Jetzt. Wasser, Wasser. Da kommt irgendein Typ vorbei. Ladies, was los? Boah, Pascal, du bist so ein Arsch manchmal. Geh wieder rein. Geh rein, pass. Ich mein's jetzt echt ernst. Geh wieder rein. Mach die Tür zu. Richtig zu! Hey, Süße, hey. Hey, Süße, hey, 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 hey. Es ist. Geh rein jetzt! Das hat keiner mitgekriegt, dass du hier weinst. Erstmal ein Airwaves Cassis. Hey, es ist so schlimm. Hey, jetzt erzähl mal, was los ist. Hat er nicht gemacht. An deinem Geburtstag. Hey, ist nicht so schlimm. Hey. Du musst immer dran denken, träume nicht dein Leben. Sondern lebe deinen Traum. Es passieren immer die gleichen Dinge auf Partys. Ne? Was auch auf jeder Party passiert, ist auch immer mega geil, wenn ein stocknüchterner Typ seine sturzbetrunkene Freundin abholt. Kennt ihr? Oh, das ist schön. Oh, wenn der stocknüchterne, wenn der seine Freundin abholt, stell dein Getränk ab, hol Publikum. Es ist sensationell, das ist wirklich, weil alle haben so einen Vibe, ne? Es ist 3 Uhr morgens, die Party läuft, alle sind am Dancen und am Machen, es wird geknutscht, gefummelt und gelabert und alle haben den Vibe und dann rasiert dieser nüchterne Typ so durch die Party, hat eine ganz andere Temperatur als alle anderen, ne? Alle sind so am Machen und der so, wo ist Lena? Lena, wo ist Lena? Lena? Das ist ein Schrank, Lena! Wo ist die? Hallo Sergej? Und der versucht jetzt um 3 Uhr morgens seine Freundin ins Auto zu bekommen. Und Lena hat das nicht so gerne. Mädels verwandeln sich dann ganz gerne mal in so Kleinkinder, die ein bisschen zu lang im Phantasialand waren. Der arme Typ steht am Auto so, steig jetzt ins Auto. Steig jetzt bitte ins Auto. Ich mach jetzt schnall dich an. Schnall, das haben wir, jetzt schnall, nein, du siehst mit Gurt nicht fett aus. Schnall dich einfach an. Steig jetzt ein. Na, wo sind deine Schuhe? Ach, du bist doch nicht ohne Schuhe aus dem Haus gegangen. Wo sind deine Schuhe? Ich schrei doch gar nicht! Ich will, dass du so einsteigst, Mann! Nein, ich hasse dich nicht. Ich hab dich lieb, ja. Bis zum Mond und wieder zurück. Nein, wir fahren nicht zu McDonald's. 1, 2, 2,5.
schreist hier die ganze Zeit so rum. Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt hast du geredet und jetzt geredet ich. Ich muss dir nämlich hörig. Hörig. Psst, ich muss dir nämlich. Ich muss dir. Ich muss dir nämlich. Psst. Psst. Ich muss dir psst, ein Geheimnis erzählen. Ich hab ein bisschen zu viel getrunken. Warum weinst du jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen schwierig. Danke, moin, hallo. Ja, ich habe pünktlich zum ersten Lockdown habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Ja, ich weiß, die meisten haben da erst richtig losgelegt. Ne? Das ist bei mir ist ein bisschen anders. Hat sich nicht mehr rentiert. Ich habe meinen Stoff ja immer Backstage gezogen. Wir haben das ja for free bekommen. Ne? Ist weggefallen. Deshalb ist auch nicht der einzige Grund. Ich war mal so ein bisschen, ja, extrem, würde ich sagen. Also ich hab zum Beispiel, ich war ein Assi. Ich habe immer, wenn ich irgendwo gesoffen habe, muss ich auch immer was klauen. Ne, aber nicht so wie normale Menschen Glas oder ein Aschenbecher. Nee, bei mir war es dann so ein Bartisch, den ich so nach Hause gerollt habe. Ich habe auch nur mit Männern gesoffen. Ich finde auch Männer, so betrunkene Männer finde ich irgendwie, fand ich schon immer faszinierend, spannend. Ne, finde ich irgendwie geiler als betrunkene Frauen. So besoffene Männer, da ist was los. Ne, die grünen, so, war ich auch immer voll gerne dabei. So was bei Frauen, besoffene Frauen, was die riechen gut. So, das war's. Ne, mehr. Ja, mehr ist da nicht. Wenn du in so eine Straßenbahn oder so eine U-Bahn am Wochenende nachts so reinkommst und da sitzen besoffene Frauen, so, da riecht's wie bei Douglas. So, das war's. Ne, bei Männern, da ist was los. Oder da siehst du schon von außen, da kommt der Zug angefahren, so Scheiben beschlagen. Geht die Tür auf, kommt dir so eine feuchtwarme Luft entgegen. Ja, so ein Gemisch aus Alkohol, Fahne, Schweiß. Oft ist auch so ein guter, würziger Männerfurz dabei. Ne? Wenn du beides hast, ist verwirrend. Besoffene Frauen, betrunkene Männer. Riecht, als hätte jemand bei Douglas reingeschissen. Ne? Ja, ist so ein bisschen, ne? Aber besoffene Männer, das war's los. Oder die grölen, die singen. Ne? Die singen geile Lieder. Habt ihr schon mal so drauf geachtet, was die singen? Doch, haben wir gesessen, geschissen und gefressen in die Pfanne gekotzt. Hurra! Was? Ne, geht noch weiter, das Lied. Pass auf hier. Den Wirt vermöbelt, die Wirtin gevögelt. Hurra, hurra, hurra! Und alle können den Text. Die sind rotzevoll, Oberkante, Unterlippe. Alle können den Text, ne? Die haben sogar einen Gröl-Anführer. Ne, das ist immer so einer, das ist in der Gruppe, das habe ich beobachtet, das ist immer der Wichtigste in der Gruppe. Ne? Der, in dieser Gruppe der Oberbabo, der mit den dicksten Klöten, so, das ist so der Rudelanführer, das Alpha-Männchen, der Silberrücken. Ne? Der steht immer so mit dem Gesicht zum Rest seiner Männergruppe und der grölt immer ein paar Liedzeilen vor und alle brav im Chor hinterher. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne? Sieht ungefähr so aus. Jungs, und jetzt alle, ich sitze im Gummiboot und die anderen so, und holen wir einen runter. Und weil das so doll wackelt, geht das Boot unter. Drum schwimme ich schnell an Rufern ran und lege wieder an die Hand. So. Das ist auch nicht, die Jungs, die machen das ja nicht zum Spaß, ne? Ihr müsst mal ins Gesicht gucken von so einem besoffenen, grölenden Mann. Tot ernst, hochkonzentriert, Schweißperlen auf der Stirn, ne? Das ist kein Spaß, die Jungs, die haben da einen Job zu machen. Ne, und dann kommen Frauen und sagen so, das ist so primitiv. Nein, ich bin nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, Männer sind nicht primitiv. Die sind einfach nur anders. Anders. Ne? Ich habe immer ein Auge hier auf die Uhr, aber ich muss eine Geschichte, die passt jetzt einfach so gut hier hin, deswegen muss ich mal eben umschmeißen. Und weil so viele Pärchen auch hier sind und die Weihnachtszeit bevorsteht, ist ja gar nicht mehr so lange. Ich muss euch jetzt an dieser Stelle nochmal das Geständnis machen. Ich bin letztes Jahr in der Adventszeit fremdgegangen.
Ja, so schlecht war das nicht. Nee, das ist, nein, es war, auf der Weihnachtsfeier der Stadtsparkasse Essen eine super Party, geile Band. Ich eine halbe Stunde auf die Bühne, best Nummern gespielt, anschließend mit dem Vertrieb an den Jägermeisterstand. Geiler DJ. Ich auf die Tanzfläche, ich tanze sehr, sehr gerne und sehr, sehr schlecht. Eine tödliche Mischung. Ich bin da am Bollen aus dem Teppich treten. Herrlich, wunderbar. Cut'n Eye Joe. Ne? Sieht man ja. Ich habe ja auch Cowboy-Stiefel an. Und das Geile bei Cut'n Eye Joe ist ja, keiner von uns kennt den Anfang. Ne? Wir singen ja alle vor Cut'n Eye Joe, I beat Mary Lord. So. Pass auf, wir machen das mal zusammen. Ich habe es nämlich gegoogelt. If it hadn't been with a Cut'n Eye Joe, I've been married long time ago. Ich zähle bis vier. 1, 2, 3, 4. Und es ist immer dasselbe natürlich. So, ich aber mit Cut'n Eye Joe auf der Tanzfläche, bin da am Machen. Irgendwann lehnt sich von hinten so eine Milf an. Rückwärts, aber Edelmilf. Hormonadel. Wir hin und her, irgendwann noch Despacito. Irgendwann sagt die, mein Mann wäre längst umgekippt. Ich sage, du bist verheiratet, ja, aber Vertrag läuft aus. Schröder, schwer in Ordnung. Renate Sparkasse. Ich sage, Renate, guck die mal an, das ist doch der Wahnsinn. Das ist, du bist ja die Granate vor dem Herrn, dass dein Mann dich überhaupt hinlässt. Hä, wie Samt und Seide, Milch und Honig. Bei dir würde selbst Franz Beckenbauer sagen, ja, Kurt, das musst du machen, das ist klar. So, dann noch schön ein Gedicht hinterhergeschoben, das mögen Frauen ja. Hä, Novalis. Wer Schmetterlinge weinen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Im strahlend hellen Mondlicht möchte ich dich stundenlang nur. Aber wie geil die reagiert hat. Die hat mich sofort abgeknutscht. Ja, aber da ist abgeknutscht, das war schon eine Organspende. Und das Schöne ist ja, wenn du so leicht einen im Schlappen hast, du denkst ja, das kriegt keiner mit. Ja, nee. Ihr kennt euch auch so. Und die Jeans der Frau kann noch so eng sein, der Gürtel noch so breit. Man kriegt die Hand ja da rein, wenn beide wollen. Meistens wollen beide ja. So, jetzt stand ich da vorm Tresen mit der kasachischen Rütteltechnik. Einige Frauen halten gerade die Luft an. Müsst ihr nicht, ich mach das schon. So, in aller Ruhe, leichter Vortrieb. Irgendwann war die Hand abgestorben, aber es war mir scheißegal. Das Blut wurde ja eh woanders gebraucht. In aller Ruhe weiter. Irgendwann war der Flutschfinger im Auge des Orkans. Der erste Nektar schoss in die Blüte. In dem Moment kam der Direktor von der Sparkasse und sagte, wo ist der Schröder? Ich will ihm einmal die Hand schütteln. Ich die Teufelskralle aus dem Passionatagraben rausgerissen, so ein Kratzer über dem Handrücken, Uhr weg. Ja, Moment, das wurde noch peinlicher. Der Typ nimmt meine Hand und sagt, guck mal Leute, so sieht ein Gewinner aus. Jetzt musste ich auch noch dem gesamten Vorstand der Essener Sparkasse die Hand schütteln. Ich habe quasi Renates DNA auf die Sparkasse Essen verteilt. Und der Tipp zum Schluss von mir, dieses Jahr in der Weihnachtszeit. Sollte irgendjemand von euch Post von der Sparkasse Essen kriegen, bitte, 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 macht das nicht auf. Ich bedanke mich. Dankeschön.